Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mafia 2. Wir fangen mal direkt an mit der Story. In der letzten Folge haben wir Briefmarken verteilt und sind danach behindert gestorben. Okay, Kapitel 4. Murphys Gesetz. Little Italy, 11. Februar 1945. Oh Mann. Sieh an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Okay. Oh, Leute, das ist so scheiße, dass wir auf der Couch schlafen müssen. Aber was willst du tun? So, was haben wir denn hier? Ich wäre mal dafür, dass wir mal einkaufen fahren. Haben wir überhaupt Geld? Ja klar, wir haben fast 1000. Können wir auch uns mal ruhig so einen Anzug oder so gönnen? War da gerade irgendwas? Nee. Meine Maus hinkt gerade, Leute. Das schnarcht gut. Okay. Okay, die sind ganz drunken. Oh, 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 oh. Alter. Oh, ey. Ja, das sieht immer aus, als ob da ein Heft liegen würde. In der letzten Folge, oder in der letzten Folge? Nee, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir da ein Heft gefunden. Und anscheinend die Hefte, die ich schon eingesammelt habe, kann ich, glaube ich, nicht mehr einsammeln. So, dann müssen wir jetzt anscheinend, glaube ich, wieder zu Freddy. In die Bar, da werde ich mir, glaube ich, einen Kaffee gönnen. Und dann... ich weiß, glaube ich, nicht mehr, welche Mission das ist. Naja, werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Und ihr könnt ja mal, wenn ihr... hier, hey, guten Tag. Tag. Nicht seine Probleme an. Wen haben wir denn da? Was ist mit dir los? Den ganzen Tag im Bett gelegen, hä, Alter? Hey, nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Kaffee. Erst einmal. Aber wenn Alberto davon Wind bekommt, dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. So bleiben, Leute. Ist eben eine hochriskante Branche. Wem's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, was ist mit heute Abend? Läuft das noch, was wir gestern besprochen haben? Nur zwei Monate? Werden wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch. Bin ich von der Wohlfahrt oder was? Tu's! Jetzt! Okay. Wer war das? Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen, zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. In Juwelen. Plus, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles. Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadt Mitte. Er ist nachts unbewacht. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Wenn's so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer alles so scheiß kompliziert sein? Kannst doch kaum eine scheiß Glühbirne reinlegen. Hey, keine Panik, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. Bis es dunkel geworden ist. Könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben, ob ich, Mafia 2 vielleicht mit Felske machen soll. Wäre, glaube ich, auch auf jeden Fall fresh. Und ihr könnt ja mal auch, was ich vorhin noch sagen wollte, was ich als nächstes Let's Playen soll. Hi, wie ist es am Hafen gelaufen? Meinst du mit Eric?
Ja, der ist eine Nummer, was? Hat er dir einen Job gegeben? Ich musste ein paar Jungs in die Mangel nehmen. War aber noch Kleinschiss. Er quetscht das Letzte aus den Dockarbeitern raus, wie damals bei meinem Alten. Naja, er hat dich nicht gezwungen, für ihn zu arbeiten, oder? Aber meine Ma. Hör auf zu jammern und halt dir Derek warm. Der hat noch bessere Jobs, als Werftratten in die Mangel zu nehmen. Bist du farbenblind? Die war rot. Juckt mich nicht, das ist ja erlaubt. Wenn wir Mafia 2 durch haben, ist ja glaube ich auch nicht mehr lange. Oder halt, dauert halt noch ein bisschen, aber nach Mafia 2 würde ich Sleeping Dogs Let's Playen. Das ist quasi auch mein, sagen wir mal, zweitbestes Spiel. Ich finde das, keine Ahnung, irgendwie cool. Und warum habe ich nur 20 FPS, meine Fresse? Würde ich Sleeping Dogs Let's Playen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält. Wollt ihr Sleeping Dogs sehen oder eher halt ein anderes Game? Und auf jeden Fall sind wir gleich da. So, hier. Langsamer! Okay. Ach geil, kann man den Kofferraum aufmachen. Schade, dass man da nichts reinlegen kann. Türschloss knacken, ne? Wie ging das denn nochmal? So und dann E, ne? Jo. Und zack. Und jetzt? Na, die Tür treten können wir nicht. Na, scheiße. Scheiße, was ist hier los? Los, Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Der verschissene Brian O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbaro, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät, hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Das ist unser Bruch. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber alles raus, was ihr habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden. Sonst wären wir doch nicht eingebrochen. Wir hätten die Bude gleich abgefackelt. 10:31 in der Westside Mall. Ich wiederhole, 10:31, Einbruch. Hier Wagen 54. Sind dran. Und ich schlag vor, ihr verschwindet, bevor die Cops anrücken. Ah, scheiße. Leg los, mich am komm nichts wie raus hier. Ich weiß jetzt nicht, wie laut das bei euch ist, aber ich musste das halt ein bisschen runterstellen. Bei mir ist das sind gerade die Effekte und so alles leise. Wir müssen schleunigst hier raus. Worauf zum Teufel wartet ihr? Sagt alles ein, Jungs. Außer und wenn die Bullen kommen? Außer die Stimme. Los doch, holt sie raus hier. Ich versuch's ja. Die sind auf 100%. Verdammt, die Bullen. Ja, dann mach hinne. Hey Vito, ich hab's ja aufbekommen. Raus hier. Schön, ich brauch eine Waffe. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Ja, ja. Halt mir die Arschlöcher vom Hals. Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. Ja, ist okay. Ich schieß ja schon. Komm schon, du Scheißteil, geh auf. Okay, geschafft. Komm, Vito, verschwinden wir. Okay, ich komme. Weil wir müssen die Türe schließen. Haben wir irgendwas? Keine Bewegung, Magazin. Polizei! Oh, Leute. Oh. Sitzt fest! Okay. Scheiße! Da haben wir noch ein hier ein Magazin gefunden, ne? Ja, nice. Alter, wie schnell ist er denn, ey? Wie schnell kommt er da hoch? Scheiße, wieder eine Sackgasse! Oh, oh, oh. Oh nein! Oh Scheiße! Haha! Ach hinne! Wir müssen da lang, das ist unsere einzige Chance! Ja okay, ist okay, komm schon. Türe schließen. Komm schon Vito, beweg deinen Arsch! Bist du eigentlich lebend? Wahnsinnig, da ist alles vereist, ein Ausrutsch und wir sind tot! Wir haben keine Wahl, oder willst du in den Knast? Putz! Bam! Bam!
Jetzt. Oh, scheiße. Du Penner. Komm schon! Ja, ich komm doch schon. Du bist blöd. Und dumm. Schwing deinen Arsch hierher. Brauchst du eine schriftliche Einladung oder was? Da drüben! Feuer! Scheiße! Hey, sei vorsichtig! Das war arschknapp. Ja, mir fast in die Hosen geschissen. Ja, wo sind sie? Sie müssen da lang sein. Oh, vergiss es. Nicht für diesen Hungerlohn. Hier lang. Da müssten wir zur Straße kommen. Okay. Ist hier eigentlich auch noch irgendwo ein Heft? Na, egal. Verdammt, die Bullen! Keine Bewegung! Polizei! Ihr sitzt fest! Scheiße. Ich geb dir Deckung. Ja, ich hab auch einen Schutzgang. Penner. Komm her. Und? Ja, die sind doch schon tot. Oh, 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 oh. Wir nehmen mal die Waffe. Ich hab's gleich. Halt sie doch ein bisschen in Schach. Okay, geschafft. Komm, Vito. Nein. Was? Oh nein. Nein, oh nein. Nein. Bin ich verhaftet worden? Hier lang. Da müssten wir zur Straße kommen. Oh nee. Bin ich einfach gestorben. Verdammt, die Bullen. Keine Bewegung. Polizei. Ihr sitzt fest. Pass mit der Schrotflinte auf. Oh. Kann die Waffe nicht einfach mehr Magazin haben? Das ist immer belastend. Da hat man immer nur so wenig Magazin. Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. Warte. Ich hab die gleich, warte. Da ist ein Knie. Alter. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Nein. Du Pisser. Tür schließen. Dann können die mich wenigstens nicht erschießen. Hey, du Schwachkopf, wie lange dauert das noch? Das glaubt uns ja nie im Leben, diese dämlichen Drecksäcke. Los, gehen wir. Ja, komm doch. Du bist doch derjenige, der bei jeder Treppe bestehen bleibt. Verpiss dich, Bulle! Ich bin unschuldig! Schnauze, immer eine dicke Lippe riskieren, der Junge. Wer war denn das? Brian O'Neill, der bescheuerte Ehrenwichser. Nicht besonders clever. Macht meistens nur die Drecksarbeit. Ja, wie der geniale Strippenzieher wirkt er nicht. Scheiße, die Cops! Raus aus dem Licht! Wir müssen verschwinden, los! Kein Problem! Her mit der Tasche. Ich liefere das Zeug ab. Okay, wir sehen uns dann zu Hause. Und lass dich unterwegs nicht schnappen. Okay. 1000. Ich glaube, wir können uns einen Anzug gönnen, auf jeden Fall. So, wir werden auf jeden Fall gesucht. Wie einfach alle Leute hier impfen. Das finde ich immer hier so lustig an Mafia 2. So, bitte kommt jetzt kein Polizist. So. Okay, wir müssen also gleich dann nach rechts.
Nein, ihr erkennt mich nicht. Alter, sind hier gerade viele Bullen. Alter. Naja, ich fahre jetzt nach Hause. Ich möchte mich aber erstmal noch umziehen. So, hier. Und dann einparken. Guten Morgen. Sagen Sie Bescheid, wenn ich was für Sie tun kann. Da haben wir... Die Lederjacke haben wir schon. Was kaufen wir denn für einen Anzug? Kaufen wir so einen Freizeitanzug oder so einen Maßanzug? An alle! Aktion abgeblasen! Zurück zur Wache! Ich glaube, ich... So einen Mantel. Das wird alle umhauen. Ja, ich weiß, ich trage Mantel. Oh ja, jetzt tragen wir Mantel. Oh! Was soll ich hier? Oh, was hier für eine Musik läuft. Ach ja, die Freude damit, Sir. Jo, danke schön. Haus rein. So, wir fahren jetzt nach Hause. Keiner hat mir auch gesagt, dass ich mal die Mafia 2 Folgen ein bisschen länger machen kann. Würde ich auch machen, vielleicht für 20 Minuten Folgen. Keine Ahnung, wie lange wir jetzt aufnehmen, aber ja. Sauber. Oh, oh, da sind sie wohl. Ja, okay, wir werden jetzt eh nicht besucht, aber... YOLO. Ich fahr trotzdem mit 200 Sachen hier durch die Straße. Pass auf! Radio an, bitte. Oh ja. Ich kann schon sehen, Leute, mein Video wird wieder gesperrt und dann kann ich dann... Dann kann ich wieder den Musiktitel entfernen. Wer sich jetzt... Also wer meine Mafia 2... Videos guckt. Autodiebstahl im Gange. Nehme Verfolgung auf. Der weiß, dass bei mir meistens immer der Ton ein bisschen runtergeht. Das ist, weil ich den Musiktitel entfernen muss und dann leidet immer die Tonqualität daran. Ich glaube, ich müsste mal meine Stimme mit oder ich müsste mir mal Audacity runterladen. Dann wird es vielleicht besser. Ja, okay, dann bleibe ich halt stehen. Komm, nehmen Sie mich fest hier. Komm schon. Komm, du bist eh allein. Ich kann dich eh fertig machen. Der Verdächtige ist ein... Ja. Alles klar. Verfolge bewacht. Verstanden. So. Da wären wir zu Hause. Und ich glaube, jetzt kommt das nächste Kapitel. Ne? Dieses Kapitel war, glaube ich, ganz schön kurz. So. Anzug mit Brille. Nehmen wir das. So, jetzt sieht Vito aus wie ein Gangster. Ja, Joe ist immer noch nicht zu Hause. Wir nehmen mal ein... Eine Flasche kaltes Bier. Lecker. Was war da gerade? Achso, Wasserhahn aufdrehen, okay. Gute Nacht. Ja. Kapitel 5. Die Todessense. Joe's Apartment, 20. Februar 1945. Na, mein Hübscher? Oh. Hallo. Joe ist gerade nicht da. Er erwartet dich nachher zum Essen bei Freddy. Okay. Schade, dass du schon hinüber warst, als ich kam. Wär nett gewesen. Vielleicht nächstes Mal. Ciao.
Oh, Vito. Oh, mein lieber Schwan. Oh ja, das kannst du laut sagen, ja. Hey, warte, wir müssen mal kurz auf Toilette. So, mach die Tür zu hinter dir. Wo ist denn die Toilette? Boah, Junge, Alter, was er in der Toilette hat. Aber wir müssen trotzdem pissen. Ne? Boah, ist das eklig. Gib mal einen Regenmantel. Die alte Frau ist auch nicht mehr da, ne? Die Putzfrau hier, oder wer das noch war? Die ist, glaube ich, ausgezogen. Oh. Scheiße! Dämliche Kuh! Aber hey, komm sofort zurück! Bleib doch zu Hause, wenn du zu blöd bist zum Fahren! Hey, ist das nicht Joes Kleine? Naja, eine von ihnen. Okay, wir sehen mal, was da los ist. Wie du den, mir, so ich dir. Jetzt ist deine Karre dran. Dem Typen hau ich erstmal fett aufs Maul. Sieh dir meinen Schlitten an! Hey, Kumpel, mach mal halblang. Wer zum Henker bist du denn? Jemand, der es nicht gern hört, wie du mit Frauen redest. Also halt's Maul und mach einen Abgang, solange ich noch gut gelaunt bin. Bist du etwa der Macker von der Alten? Na gut, dann bleckst du für den Schaden. Noch ein Wort und du brauchst neue Zähne. Und jetzt mach dich vom Acker. Das war ein Wort. Alter, ist Vito mies drauf, ey. Digga, ich sag's dir, ne? Komm runter. Lobob. Danke, Süßer. Hast was gut bei mir. Willst du mit zu mir kommen und meine Briefmarkensammlung ansehen? Danke. Vielleicht später mal. Jetzt muss ich los. Es wird dir gefallen, versprochen. Okay, ich muss los. Man sieht sich. Ui. Wie die sich einfach hier alle auf die Fresse legen, ne? Komm, fahr schon, Süße. Tschüss. Oh, scheiße. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange wir aufnehmen, aber ich glaube, nach dem ist... Oh, scheiße. Nach der Mission würde ich sagen, beenden wir auch dann den Part. Wenn die nicht zu lange dauert. So, wieder schön einparken. Guten Tag. Moin. Hey Leute. Hey! Vito, das ist Luca Guarino. Er will mit dir und Joe reden. Luca, das ist Vito. Sehr erfreut, Mr. Guarino. Lassen wir die Förmlichkeiten. Sag Luca zu mir. Setz dich, Vito. Was darf es sein? Nochmal dasselbe. Und zwar pronto. Ich habe von der Sache mit den Iren gehört. Ihr habt mich köstlich amüsiert. Ich muss euch wirklich gratulieren, Jungs. Das war saubere Arbeit. Salute. Salute. Das habt ihr astrein erledigt. Nicht jeder hat die Nerven für so eine Nummer. Und nun frage ich mich, ob ihr bereit seid für den nächsten Schritt. Ja, klar. Was für ein Schritt? Ich rede davon, jemanden kalt zu machen. Nur weil ein anderer mit dem Finger auf ihn zeigt und ihr befiehlt, es zu tun. Ich war im Krieg, Mr. Guarino. Ich habe ständig Leute umgelegt, weil es mir befohlen wurde. Leute, auf die der Präsident mit dem Finger gezeigt hat. Das ist gut, der Präsident. Das gefällt mir. Wirklich sehr gut. Aber da ging es darum, Nazis umzulegen. Also, die Bösewichte. Aber davon spreche ich nicht. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Gut. Wir brauchen nämlich Kerle wie euch. Die Befehle befolgen, ohne blöde Fragen zu stellen.
Wenn ihr den nächsten Job so gut erledigt wie den letzten, habt ihr gute Aussichten, in die Familie aufgenommen zu werden. Nachdem ihr die Aufnahmegebühr bezahlt habt, versteht sich. Und wie viel ist das? 5 Riesen pro Mann. Das ist ja ein verdammtes Vermögen. Na und? So gut habt ihr Geld noch nie angelegt. Glaub mir, die Investition macht sich bezahlt. Ist natürlich eure Entscheidung. Henry erklärt euch alles Weitere. Bis demnächst, Herr Jungs. Da steckst du. Hallo, Boss. Hast du dich um unser Problem gekümmert? Ja, ich habe alles im Griff. Henry ist... Das hast du letztes Mal auch gesagt. Enttäusch mich nicht nochmal. Boss, ich... Lass es. Komm jetzt mit. Wir haben noch was zu besprechen. Henry, über was für einen Job reden wir hier? Ich muss jemand ausschalten. Es ist mein Job, aber ich brauche Hilfe. Da kommt ihr ins Spiel. Wer ist denn der Glückliche? Ein Fettsack, der in unser Revier drängt. Er wurde gewarnt, aber er hält sich für unbesiegbar. Aha. Und ist er das? Tja, es hat schon mal jemand versucht, ihn umzunieten. Und? Oh, sagen wir, sie haben ihn leider ein wenig unterschätzt. Was heißt ein wenig? Eher ziemlich. Und jetzt schauen Sie sich die Radieschen von unten an. Ja, aber wir stellen uns nicht so dumm an. Ich habe eine Wohnung gegenüber von seinem Laden gemietet. Da legen wir uns auf die Lauer und warten, bis die fette Drecksau auftaucht. Und dann, bumm, nieten wir ihn um. Wie machen wir das? Mit einem MG-42. Und wo kriegen wir ein MG-42 her? Von Harry. Ja. Er ist Kriegsveteran wie du. Hat drüben in Kingston einen kleinen illegalen Waffenladen. Dort kriegst du alles, von der Erbsenpistole bis zur Bazooka. Und du brauchst keinen beschissenen Waffenschein dafür. Okay, Joe und ich fahren zu der Wohnung. Du holst das Maschinengewehr in Harrys Laden ab. Ist alles bezahlt, sag, du kommst von mir. Wir treffen uns dann in der Wohnung. Sie ist in Sand Island, das Gebäude gegenüber der Brennerei. Apartment 233. Okay, Apartment 233, verstanden. Wir sehen uns dann gleich. Gut, bis später. Viel Glück, Alter. Okay, ich würde sagen, ich mache mal hier einen kleinen Cut. Wenn euch der Part gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um mich zu unterstützen und keinen Part mehr zu verpassen. Und dann sage ich nur noch, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.